Milan Mijalkonic. Ich, Milan Mijalkonic von Makedonien, sage klar und deutlich, wenn jemand hier demokratisch spricht, bedeutet es immer Hilfe! 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 Wenn jemand hier, demokratisch spricht, bedeutet es immer Hilfe! 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 Wenn jemand hier in der Demokratie demokratisch spricht, Hilfe! 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 Ich sehe nichts, warte, du musst weg von mir. Mara, du auch. Bedeutet, weg du Schwarzer. Geh weg! Halte mal die Klappe, du Alter. Du Mordor. Also nochmal. Wenn jemand hier in der Demokratie demokratisch spricht, heißt es immer, er sei frei, frei zu sprechen. Du bist ein Demokrat. Wir erkennen dich an. Ein Fremder bin ich, heißt, ich rede hier nicht. Nein, man versteht nicht. Ein Fremder bin ich, heißt, hier bin ich allein. Aber wenn jemand wirklich demokratisch spricht, dann ist es vor allem beschämend und peinlich. Und es wird unangenehm. Demokratische Sprache heißt doch Selbstkritik. Man spricht über sich als über den einzigen wahren Feind. Die Überzeugungen und Ziele werden in Frage gestellt und die eigene Position wird zerrissen. Durch die demokratische Sprache wird das Selbst geschwächt. Wenn jemand wirklich demokratisch spricht, dann ist es grenzlos und unendlich und man sagt das, was man ahnt und nicht einmal kennt. Wer wirklich demokratisch spricht, ist so etwas wie ein Terrorist. Wenn jemand wirklich demokratisch spricht, heißt es immer Sieg über sich. Sieg. Ist jemand aber ein richtiger Demokrat oder eine richtige Demokratin und spricht richtig demokratisch, dann ist es unbestimmt. Und nichts, was gesagt wird, ist schädlich. Wenn jemand richtig demokratisch spricht, meint er, das bin gar nicht ich. Es gehört erst abgestimmt, wenn richtig demokratisch gesprochen wird, bedeutet es, es wird erst gewählt. Es bedeutet, die anderen verurteilen. Durch die anderen wird es erst konkret. Die demokratische gemeinsame Entscheidung ist das, was gilt. Und diese ist immer richtig. Ich wiederhole,
Jede demokratische Entscheidung ist hier, ist richtig und nur diese ist auch legitim. Jede demokratische Entscheidung ist hier ein gewonnener Krieg. Aber legitim ist aber auch die Angst der heutigen Demokraten. Die Natur ist völlig inkonstant. Die Natur ist für den Demokraten nicht nah. Die Natur ist für den Demokraten nicht mehr zu erkennen. Der Wandel ist ein Faktum, bestätigt und bewiesen. Die Zerstörungen eindeutig, klar zu sehen und zu spüren. Und das richtig Böse wird erst kommen. Auf das Schlimmste kannst du schwören. Auf die Natur musst du heute hören und nicht auf irgendwelche Ideologien oder Systeme. Was uns heute sicher nicht hilft, ist das demokratische Herumreden. Maßlosigkeit, Habsucht, Völlerei. Wenn die Demokratinnen und Demokraten von heute demokratisch sprechen, dann ist das Buße, ein eindeutiges Schuldbekennen. Aber sobald ein echter Demokrat spricht, bringt er Freude und Frieden. Und alles wird ruhig und wird still. Ich bleibe stehen und höre dir zu. Die Bereitschaft, die Offenheit, das ist das Demokratische. Die echte demokratische Sprache ist korrekt und verbreitet Respekt. Sei still und hör mir zu. Alles können wir besprechen und über alles können wir reden. Reden wir miteinander über alles. Und dann, und erst dann passiert es. Dann ist Ruhe. Die wahren Demokraten aber sagen, dass die wahre Ruhe nur durch die Verhandlung kommt und nicht durch den Schlaf. Sobald ein wahrer Demokrat spricht, dann verhandelt er. Ich verhandle mit dir bedeutet, ja, wir sind gleich und es herrscht Gerechtigkeit. Geschäftigkeit, Verhandeln, Bewegung, Weiterkommen. Das ist das Natürlichste. Das ist das Demokratischste. Die bloße Ruhe ist doch eine Gefahr. Wir brauchen den Konflikt, das ist doch normal. Schlussendlich ist die wahre demokratische Sprache eine einfache Handelssprache und nie an Erkenntnis interessiert, sondern am Produkt, an der Ware und an der Klientel. Die ehrlichen Demokraten aber sagen ganz klar und deutlich, die Demokratie und der Kapitalismus sind Geschwister. Die Demokratie und der Kapitalismus sind Geschwister. Und das Ekelhafte,
erkennt man natürlich sofort, und das ist auch das Schöne daran. Um das Ekelhafte zu erkennen, muss man nicht einer großen Kultur entstammen. Nein, man muss nicht aus einer großen Kultur kommen, um zu wissen, dass das Unbekannte die Kultur ist. Ich wiederhole, die Kultur ist das Fremde und nicht das, was du schon kennst. Vor allem nicht das Ekelhafte. Die Kultur ist das Fremde. Und wenn ein Demokrat oder ein Faschist meint, es sei umgekehrt, dann ist es Predigt. Eine Heterodoxie. Der Kapitalismus ist in der Demokratie. Der Kapitalismus ist doch in der demokratischen Sprache selbst, und das ist das Perverse dabei. Sophistenreden sind das. Überzeugungskünste. Eigenprofit interessiert ist die Sprache der Demokraten, und das gilt für die der Faschisten sowieso. Die Kunst der Rede ist keine Kunst. Die Kunst, die überzeugen will, ist und war seit jeher Barbarei. Ja, Barbarei. Die demokratische Sprache selbst ist hier eben undemokratisch, und deswegen sage ich, Milan Mijalkonic von Makedonien, die Kultur ist das Fremde, die Kultur ist das Fremde. Und verhandeln, überzeugen, beruhigen, entscheiden, jammern oder siegen muss man nicht mehr, dann sind alle fröhlich, dann ist Zeit für Wahrheit. Dann ist es Zeit für die allumfassende Zufriedenheit. Es ist Zeit für die allumfassende Zufriedenheit für die Mehrheit. Allumfassende Zufriedenheit für die Mehrheit. Bravo! Bravo!